So, willkommen zum neuen Let's Play hier für Far Cry 4. Wir sind gerade auf der Suche, beziehungsweise wir sind hier unten auf der Map. Es geht um einen neuen... Oh, was hat denn da aufgeblitzt? Wir suchen jetzt das nächste Shangri-La-Tanka. Wir möchten eine neue Mission zu Shangri-La starten. Und zwar... müssen wir dazu, ich werde einmal ganz kurz hier über den Berg fliegen. Ja. Ne, da geht's nicht lang. So hoch kommen wir mit dem Gyrocopter. Ne, ich habe mir extra einen Gyrocopter von vorne mitgenommen. Auf der Reise zum Shangri-La-Punkt bekommen wir nämlich die Möglichkeit, einen Gyrocopter zu nehmen. Und zwar ist das eigentlich eine ziemlich weite Reise. Es geht hier über diese Berge. Da müssen wir dann uns abseilen, um entsprechend dann durch diese Pforten hier zu kommen, um uns wieder abseilen zu können. Hier lang gelaufen. Ne, wir müssen uns wieder hochseilen. Wir müssen uns von dort nach da hochseilen und dann, um letztendlich hierhin zu gelangen. Und hierhin werde ich jetzt auch mal mit dem Gyrocopter parken. Er sieht verdächtig aus, dass der Punkt da unten gerade eben zu sehen war, immer noch dort. Das heißt, wir müssen in den Berg hinein. In diesen Berg gelangen wir über diesen schönen Wasserfall, in den wir uns jetzt reinstürzen. Ein Kalingas Abstieg heißt das Ganze. Klingt schon sehr krass. Wir können uns hier abseilen. Wir könnten eigentlich auch hier einfach reinspringen. Da unten sehe ich schon einen dieser Fische. Wir werden uns jetzt einfach mal abseilen. Hoffentlich passiert uns dabei nichts. Gucken wir mal schön nach unten. So, sind dann hier angekommen und können dann im Endeffekt, oh, wie den nächsten, oh, wir können auch einfach hier reingehen, hoffentlich. Munition wahrscheinlich voll. Was haben wir hier liegen? Halten uns zu interagieren. Verlorenen Brief gefunden. Interesting. Okay. Gehen wir mal eine Runde tauchen. So, Luft holen. Gucken wir uns mal eben hier um. Ah, da kommt schon einer dieser Fische. Jetzt ist ja noch mein Controller fast leer. Sollte natürlich nicht passieren. Haben hier noch ein Midi-Pack liegen. Und da hinten müssen wir irgendwo rein. Gelangen wir höchstwahrscheinlich durch. Oh, hier geht's rein. In eine kleine Unterwasserwelt, wie das Ganze aussieht. Müssen auch eine Runde tauchen gehen. Und sind dann auch schon da. Alles sehr mystisch aus. Jetzt haben wir die nächste Shangri-La-Mission. Hoffentlich geht der Controller jetzt nicht mitten in der Shangri-La-Mission leer. Schauen wir uns mal an, was uns hier wieder erwartet. Drücke R1. Wir haben also wieder den Tiger zur Hilfe. Coole Sache. Diesmal sind wir ohne Drogen nach Shangri-La. Wieder sehr beruhigendes Paradies. Da möchte man doch direkt in den Urlaub fahren. Bewegen die sich, wenn ich da drüber laufe?
Wir müssen also erstmal geradeaus zu unserem Tiger laufen, der sich dort oben befindet. Hallo, mein König. Oh, öffnet er uns jetzt die Tür? Oh, ich ahne Fürchterliches. Dabei wird uns auch die Geschichte von Shangri-La: Nähere dich dem Sucher. Was steht hier? Halten, um zu interagieren. Oh, was ist denn jetzt los? Müssen wir, nee, nicht abschießen. Shangri-La, der Bogen. Halte L2 und R2 Glück, um die Zeit zu verlangsamen. Die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Die Anzeige ist auf dem Bogen interessant. Die Anzeige führt sich automatisch, wenn sie nicht benutzt wird. Wow. Wir haben also eine neue Shangri-La-Mission. Und können hier auch noch Pfeil und Bogen und immer noch den Tiger Bescheid sagen. Das ich lasse aber lieber alles durch meinen Tiger erledigen. So. Ah, okay. Denn wir können ihn auf Takedown. Sehr coole Mission. Shangri-La hat mir schon immer Spaß gemacht. Sehr schön. Da kommen die nächsten. Ich helfe dem Tiger einfach mal. Oh. Danke, mein Freund. Der muss sich aber, glaube ich, auch erstmal regenerieren. Derzeit können wir hier mal so ein bisschen rumschauen. Auf jeden Fall gibt uns der Tiger auch so ein bisschen so die Richtung an. Hier in Shangri-La. Haben wir hier noch irgendwas? Ist auch schade, dass uns kein Radar angezeigt wird. Ja. Greifen doch einfach mal an. Ey, lass mein Team in Ruhe. Takedown. Können wir die Pfeile da irgendwie rausziehen? Ja, macht er automatisch, wenn wir uns dem Tiger nähern. So, da vorne müssen wir hin, wo der Punkt erscheint. Checkpoint. Merkwürdigerweise wird irgendwie gerade gar nichts mehr über die Geschichte von Shangri-La erzählt. So. Bann abbrechen, weil wir die Gegner dann ausgeschaltet haben. Die Dämonen von Shangri-La. Da haben wir wieder einen. Denn die Zeit, in der wir halten,
verlangsamen mit einem Treffer, sind dann auch die Dämonen dann ausgeschaltet. Da oben ist hier drauf, ist wahrscheinlich so eine Festung von Shangri-La. Ich guck mich gerne noch mal ein bisschen hier um. Können wir hier... Ja. Und wir können auch Takedown. So. Jetzt fehlt uns leider... Oh, jetzt wurden wir getroffen hier irgendwie. Ich muss mich jetzt auch mal heilen. Ich weiß nämlich gerade nicht, woher wir angegriffen werden. Und ich würde mich ja so gerne wehren. Oh, da haben wir einen. Ich bin erster mit Schießen. Der ist irgendwo neu aufgetaucht. Da stehen auf jeden Fall neue neue Pfeile. Unser Tiger ist auch generiert. Okay. Wir wurden mit irgendwas betäubt. Greif ihn an. Der Tiger beschützt mich und ich beschütze den Tiger. So. Und der Tiger braucht so ein bisschen Regenerationsphase. Hat noch einen Fall stecken. Wie kommen wir jetzt da oben rauf? Das ist die gute nächste Frage. Ach, das müssen wir gar nicht. Wir müssen hier durch weiter nach dort hinten. Okay, was ist das? Hier kommen wir leider nicht durch. Wo kommt der Tiger? Da bleibt er. Da gelangen wir in eine neue Welt. Wahrscheinlich hinein. Von Shangri-La. Dreh an der Mühle, Mani Mühle, um den Tempel zu befreien. Werden wir doch gleich mal tun. Sieht auch immer sehr schön animiert aus. Ach, um diesen Tempel zu befreien, wo wir eben nicht reinkamen. Müssen wir wahrscheinlich auch da rein gelangen. Aber irgendwie sind alle Türen, wo man durchgehen kann. Mhm. Wir wurden jetzt entdeckt. So, Teil 2. Oh, jetzt sind wir wieder unter Drogen. Muss ich nochmal ganz kurz hier verstecken. So, irgendwie gibt es kleinere Probleme hier mit der Aufnahme. Wir müssen den Tempel erreichen. Komm, Tiger. So, haben wir jetzt hier gerade den ein oder anderen Gegner ausgeschaltet und müssen den Tempel erreichen, wo der Tiger uns wieder zutritt. Erreiche die Glocke der Erleuchtung. So, wie viel können die denn aushalten, bitteschön?
Oh, jetzt haben wir hier auch Dämonentiger. Dämonen. Dämonentiere. Tiger, ich beschütze dich natürlich auch. Wir wurden jetzt hier irgendwie entdeckt. Tiger da! Wir müssen die Glocken der Erleuchtung erreichen. Wo bleibt mein Tiger? Und wo zum Henker ist eigentlich die Glocke der Erleuchtung? Da hinten hängt sie. So. Ackermann. Volltreffer. Wenn wir gedrückt halten, dann verlangsamt sich auch die Zeit. Das sieht auch alles dann sehr abgefahren aus. Aber wir müssen jetzt die Zeit. So, wir nehmen uns noch ein paar Pfeile mit. Oh, da wurden wir entdeckt. Tiger, gib Gas. Kann mich auch nicht unendlich heilen. So, wir wurden schon entdeckt von diversen Dämonen, die wir... Oh nein! Das hier ist aber auch ein Level, der sich schon ein bisschen anspruchsvoller wie im ersten. So, aber das ist alles kein Problem. Wenn er ihn ablenkt, kommen wir mit einem Takedown von hinten und werden ihn schön gepflegt vernichten. Oh, da unten kommt noch irgendwo einer. So, ich sehe noch einen Köcher rum. Und hier unten. Alleine können wir den gar nicht vernichten. Das ist interessant. Wir müssen jetzt auf unseren ja, ich bitte schon. So, wir müssen jetzt auf unseren Freund den Tiger warten. Damit wir danach die Glocke der Erleuchtung ganz in Ruhe. So, jetzt müssen wir nur noch das Feuer löschen.
uns noch den Finger einrenken und dann endlich die Glocke der Erleuchten befreien zu können aus ihren Fesseln. Ihr kennt und auch schon die andere Folge von Shangri-La. Übrigens, und verlinkt in der Videobeschreibung, der weiß, dass das Ganze jetzt vorbei ist, wir wieder in Kyrat landen, wir aber eine Shangri-La-Mission erfüllt haben. Eine der ganz wenigen, die auch immer sehr schwer zu erreichen sind, sehr schwer zu finden. So, wo wachen wir auf? Müsste unser Haus sein, genau, weil wir dieses Poster, diesen Teppich gefunden haben. Und sieh, es gibt vielleicht nur noch 3 Stück. Da würde noch 1, 2, 3 hinpassen, ja. Jägersmann wurde freigeschaltet. So. Damit haben wir dann Shangri-La erfolgreich gespielt, die erste Shangri-La Mission, die man frei finden kann. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es gut, schreibt Kommentare, abonniert den Channel. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken mit Far Cry 4.